Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produktvideo von Siebert.aero. Heute mit dem David Clark DC Pro X2 Aviation Headset. Das aktive Headset ist die neueste Version des Leichtheadsets DC Pro X. Es hat hier ein FAA 8130 Certificate, dann ein Quick Reference Guide und diese Garantiekarte, denn der Hersteller David Clark gibt auf das Headset 5 Jahre Herstellergarantie. Geliefert wird das Headset in dieser Headset-Tasche von David Clark. Es fällt direkt auf, wie kompakt dieses Headset sich zusammenklappen lässt. Das Gewicht beträgt gerade einmal 220 Gramm und so passt es nicht nur in die mitgelieferte Headset-Tasche, sondern vermutlich auch in jede Pilotentasche, jeden Pilotenkoffer, wahrscheinlich sogar in die Jackentasche. Hier sehen wir die Steuereinheit und den PJ-Stecker des Headsets. Betrieben wird das Ganze mit zwei AA-MIG-19, die ebenfalls mitgeliefert werden und hier auf der Rückseite eingesetzt werden können. Außerdem befindet sich im Lieferumfang dieser Gürtelclip. Damit kann die Steuereinheit zum Beispiel am Sitzgurt des Flugzeuges befestigt werden, sodass man jederzeit schnell Zugriff auf die Bedieneinheit erhält. Die Ohrpolster des David Clark DC Pro X2 sind etwas gelförmig. Laut Hersteller sollen sie eine kühlende Funktion haben und so dafür sorgen, dass bei heißen Ohren der Pilot einen kühlen Kopf behält. Die mitgelieferte Tasche ist sehr praktisch, denn neben dem Headsetfach sind dort auch auf der Vorderseite jeweils ein kleines und großes Fach mit Reißverschluss sowie auf der Rückseite ein größeres offenes Fach, in dem zum Beispiel ein Flugbuch oder Kniebrett verstaut werden kann. Außerdem gut mitgedacht hat David Clark bei dem Kabelmanagement, so können überflüssige Kabelenden mit diesem Kabelbinder zusammengebunden werden und hängen nicht sinnlos in der Gegend herum. Mit der Bluetooth-Funktion des Headsets können externe Audioquellen wie zum Beispiel Warnfunktionen der Tablet-Navigation mit eingebunden werden.